Ganz einfach Dateien teilen in einem Zoom-Meeting. Wie geht das? So geht das. Bisschen versteckt. Das ist Zoom, das kennst du. Und du hast ein Meeting. Wir eröffnen jetzt schnell eines. Und jetzt willst du, dass Leute im Meeting Dateien einander senden können oder in den Chat senden können. Und wir haben den Chat jetzt offen. Hier haben wir die Funktion Datei. Wir haben zwar OneDrive, Dropbox und so, aber da muss man sich kompliziert verbinden damit und ihr Computer ist grau und kann man nicht anklicken. Okay. Grau. Trist und grau. Das heißt, irgendwie muss es aber möglich sein, das zu nutzen. Das ist natürlich richtig. Wenn wir das Meeting mal schließen, dann gehen wir hier oben in das Zahnrad Einstellungen. Hallo? Und hier in den Einstellungen ist es nicht, diese Einstellung. Findest du nirgends. Das heißt jetzt, wir gehen auf der ersten Seite zu unterst, mehr Einstellungen ansehen. Klicken mal hier. Da kommen wir auf die Zoom-Website unter Einstellungen. Da musst du vielleicht einloggen mit deinem Zoom-Account, wenn du nicht schon bist. Und hier kannst du gehen Einstellungen links, dann hier Meeting, dann hier in Meeting Grundlagen. Dann kannst du hier ein bisschen herunterscrollen und hier Senden von Dateien über den Meeting-Chat. Leute können Dateien austauschen. Einschalten. Jetzt könntest du sagen, ich will nur PDFs austauschen lassen oder nur relativ kleine Dateien. Das ist natürlich jetzt dir überlassen. Ich lasse das mal so. Gehen wir zurück zu Zoom. Neues Meeting. Öffnen den Chat. Hier haben wir ein neues Symbol für Screenshots. Also ich kann jetzt neuerdings jetzt mitten im Zoom-Call einen Screenshot machen und in den Chat senden. Hier. So, jetzt ist mein Screenshot im Chat. Oder hier das Symbol, das wir vorhin schon hatten mit den externen Diensten. Klicken. Und jetzt Ihr Computer. Anwählen. Ich kann jetzt irgendwas hochladen in den Chat. Ist das cool? Gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das geholfen hat. Gerne einen Kommentar. Ich höre gern von euch und abonniere diesen Kanal für weitere Tipps.